Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Neufassung des deutschen Bundeswehrmandats für EUNAVFOR-MED ist in erster Linie notwendig, weil es diese neue UN-Resolution gibt, die ein wirkungsvolleres Vorgehen gegen Waffenschmuggel Richtung Libyen zulässt. Es soll zukünftig möglich sein, nicht mehr nur flaggenlose Schiffe oder Schiffe mit Flagge bei Einwilligung des sogenannten Flaggenstaates, also des Landes, dessen Flagge dort gehisst wird, zu kontrollieren, sondern es soll auch möglich sein, Schiffe zu durchsuchen gegen den Willen des sogenannten Flaggenstaates. Das ist natürlich eine andere Herausforderung als das, was jetzt der Fall ist, weil man im Zweifel davon ausgehen muss, dass in dem einen oder anderen Fall dann doch eben auch Widerstand zu brechen ist, wenn man diese Durchsuchung machen will. Und die Soldaten der Bundeswehr sind gut vorbereitet auf einen solchen Auftrag und sie werden gut vorbereitet auf einen solchen Auftrag. Aber das ist eben schon eine neue Dimension. Deswegen ist es auch richtig, dass die Bundesregierung das Mandat erneuert. Das zweite Element, was hinzukommt, ist die Ausbildung von Küstenwachtsoldaten auf hoher See. Wir tun das ausdrücklich nicht in Hoheitsgewässern. Und zur Klarstellung möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, als wir EUNAVFOR-MED auf den Weg gebracht haben, hatte das Projekt ja im Prinzip vier angedachte Stufen. Stufe 1 war diese Aufklärungs- und Seenotrettungsmission. Dann kam die Stufe 2 mit der Überwachung des Waffenembargos in dieser leichteren Form hinzu. Wir würden auch eines Tages gerne in die Stufe 2b übergehen, Bekämpfung der Schleuser eben auch in den Küstengewässern. Aber das, was jetzt hier beantragt wird, ist ausdrücklich das nicht, sondern eher eine Variante 2a++, würde ich mal sagen. Also einmal die Ausbildungsmission und einmal die veränderte Bekämpfung des Waffenschmuggels. Es ist vorhin hier angeklungen, die Seenotrettung sei quasi so eine Nebenbeiaufgabe. Ich möchte ganz klipp und klar sagen, für jeden Seemann, auch für die deutsche Marine, ist Retten aus Seenot eine der vornehmsten und edelsten Aufgaben. Und die Tatsache, dass tatsächlich nahezu 16.000 schiffbrüchige Flüchtlinge auf diese Weise geborgen worden konnten, ist ein deutlicher Beweis dafür, dass es eindeutig mehr als nur eine Nebenaufgabe ist, sondern das, was sicherlich, was die tägliche Arbeit angeht, im Mittelpunkt der Arbeit steht. Das ist auch gut so. Und dafür verdient der Einsatz und die Soldaten, die ihn leisten, auch unsere volle Anerkennung. Die Bekämpfung des Waffenschmuggels Richtung Libyen ist eine enorm wichtige Aufgabe. Herr Kobler schätzt, dass es in Libyen dreimal so viel Waffen wie Menschen gibt, also dass dieses Land quasi bis an die Zähne gerüstet ist, dass wir rund 300 Kilometer der Küste in der Hand des IS haben und dass natürlich in irgendeiner Weise eine Befriedung des Landes auch voraussetzt, dass wir verhindern, dass Waffen und Munition dort ankommen. Das ist eine enorm schwierige Aufgabe. Wir machen uns auch keine Illusionen, dass EUNAVFOR-MED das jetzt nun maßgeblich oder grundlegend ändern kann. Aber wir glauben eben, dass es ein wichtiger, ein notwendiger Beitrag ist. Auch die Bekämpfung des Schlepperunwesens ist bei EUNAVFOR-MED gut aufgehoben. Es hat immerhin 71 Überstellungen von Menschenschmugglern an die, glaube ich, überwiegend italienischen Behörden gegeben. Es hatte weit über 100 Schmugglerboote gegeben, die unbrauchbar gemacht werden konnten, sodass sie weder für die Seewege noch für weitere Schlepperaktionen, weder für die Seewege eine Behinderung darstellen, noch für weitere Schlepperaktionen zur Verfügung stehen. Also von daher ist das ein richtiger und wichtiger Einsatz. Es ist hier angeklungen worden, wir müssten mehr an Land tun. Ja, das stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass wir die gegenwärtige, neue, sich etablierende Regierung in Tripolis unterstützen müssen. Der Bundesaußenminister hat auch Finanzmittel zugesagt. Insgesamt haben wir ja die Finanzmittel für in der Entwicklungshilfe und für die humanitäre Soforthilfe in einer Art und Weise aufgestockt, rund 1,5 Milliarden, beides zusammen. Insgesamt allein die Steigerung, die wir vorgesehen haben, dass man nun wirklich nicht sagen kann, dass Deutschland dort ein erhebliches Defizit hat. Ich würde mir aber wünschen, dass wir über diese Mission und über die Zusammenarbeit der Völkergemeinschaft und auch über die Auflösung des Konfliktes zwischen der Regierung in Tripolis und derjenigen, die in Tobruk sitzen, und andere Vorstellungen über die Entwicklung des Landes haben, dass wir zu einer
Annäherung kommen und dass es uns dann Schritt für Schritt gelingt, auch den langen und mühsamen Weg der Befriedung Libyens vorzunehmen, weil wir damit eine der größten Probleme lösen können, die wir gegenwärtig außenpolitisch haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Dr.